Wann trigger ich denn eigentlich? Hier schon. Okay, kommen Sie her. Also manchmal kann ich ihn sogar staggern mit meinen normalen Angriffen, dass er nicht sofort kontern kann. Voll daneben gehauen. Ich wusste es. Hä? Wann hast du das Ding rausgezogen? Was? Als ob! War nie im Leben in seiner Reichweite. Oh Gott, dass er mich da nicht getroffen hat. Oh Gott. Ausweichen. Yeah.
Ah, jetzt kannst du doch wieder mit dem Ding rumwirbeln. Ach Mann, ey, es lief so gut. Wie weicht man diesen Blitzen aus? Ganz hinten am Eingang stehen. Leg Waffen aus Metall ab. Hätte ich denn potenziell Waffen ohne Metall? Wirklich einfach aus der Range rennen. Okay. Ich wollte ihm zumindest den Kiesel mal vor die Füße werfen. Der kann auch einfach Nieten ziehen. Okay. Was? Hab ich das Seil jetzt erwischt oder was? Hat er mich gerade einfach mitgezogen? Mitgehangen, mitgefangen oder was? Der hat mich voll erwischt, wenn ich nicht nach hinten gejumpt wäre. Ach komm! Dass ich da noch drin steckte. Der zieht mich echt einfach noch ein Weilchen mit. So, jetzt mal wieder ein bisschen neben. Oh Gott. Genau in die falsche Richtung. Face Tank, Baby! Ist nicht übrigens die richtige Methode, ihn zu machen, weil dann. Weil er mich dann einfach zu Tode comboed, aber. Hätte er mal schneller seine Phase gewechselt, hätte das geklappt. Darauf habe ich nämlich auch plädiert, dass er seine Phase wechselt. Aber leider dachte er sich so: Nö, ich wechsle meine Phase nicht. Ich mache lieber meine Wombo-Combo. Das war dann leider mein Untergang. Ich habe eher mit dem Phasenwechsel statt der Wombo-Combo gedacht, gerechnet. Er hat mich gefacetankt und gewombo-comboed. Ich merk's schon. Hier, friss einen Stein. Hat immerhin 4 Schaden gemacht. Wie viele Steine müsste ich werfen, um den zu besiegen?
Was? Oh, ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Ey, ich habe immerhin keine Blutviole verschwendet. Weil ich nicht zum Heilen kam. Es ist doch ein Stein. Nein, es ist ein Kiesel. Oder? Der ist noch Kiesel. Kiesel, ja. Das ging schnell. Ja, der hat mich da einmal ungünstig erwischt. Ja, und dann 4805 Steine muss ich werfen. Läuft. Das heißt, 19.000 KP herum hat der. Dann muss ich ihn sehr oft treffen. Wobei, 19.000? Ah, so 20 Kombos? Oder wie viel macht denn ein Angriff? Wenn ich mal treffe. Ah, 700. Du! Boah, so 60 Angriffe müsste ich vielleicht mal draufhauen. Oh shit, da kam noch ein dritter Angriff hinterher. Was? Könntest du bitte mit deinem Angriff nach vorne, auch bitte nur vorne treffen? Nicht hinten. Ah! Wie dumm war das denn? Was? Bin ich denen immer ausgewichen? Also, gar nicht. Was? Wie wird mir das jetzt Schaden gemacht? Hä? Eine Sache hasse ich in diesem Spiel. Und zwar, wenn dich die Gegner nicht zum Heilen kommen lassen. Aber so wirklich gar nicht. Du dodgst zur Seite, er macht nichts. Du willst zum Heilen ansetzen. Pff. Und das dann mehrmals hintereinander, sodass du wirklich nicht heilen kannst. Ich möchte übrigens nicht wissen, wie lange andere Leute da dran gesessen haben. Oder was mich jetzt vor allem allermeisten in diesem Kampf irritiert hat, war die Kugel, die mich plötzlich getroffen hat, obwohl die eigentlich daneben geworfen hat. Also, eh? Der hat ganz offensichtlich gemisst mit der Kugel. Und irgendwie hat die mich doch noch erwischt. Wow, direkt in die Kombo ins nächste. Ja. Was? Der hat mich totally gebaitet. Der hat mich richtig hart gebaitet. Ich denke, er macht den Double Flip und dann macht er einfach den Half Flip into Schwert in Steintechnik.
Okay, da darf ich auch nicht zu früh dodgen. So, ob er mich da noch erwischt hat. Ach komm, ich war mitten im Ausweichen gerade. Kannst du bitte nicht diesen einen Angriff ständig machen? Der trifft mich jedes Mal und auch nur, weil der mich mitnimmt einfach und ich quasi, es ist egal, ob ich dodge oder nicht, er zieht mich einfach mit sich mit. Dementsprechend, er schiebt mich einfach absichtlich in seine Hitbox. Da sollte ich am besten auch nicht an ihm stehen bleiben. Was? Eigentlich bin ich ausgewichen. Nein. Nein. Und ich wollte das Spiel heute noch durchspielen. Guter Witz. Das Gute ist, wir verbrauchen zumindest nicht so viele Blutfiolen. Das geht noch. Oh, Moment. Ich hab den nicht wieder hochgebracht. So. Ob es sich lohnen würde, da irgendwie eine Rune reinzunehmen, die Schaden reduziert. Was? Wo war mein Angriff? Stick to the butt! Wenn ich eins bei Bloodborne-Bossen gelernt habe, stick to the butt! Was? Wow. Ich habe vergessen, eine Richtung zu drücken beim Dodgen. Ich hasse diesen Überkopfschlag. Der macht den leider mit Delay. Klasse Angriffe mit Delay. Bringt einem das gesamte Dodge-Timing durcheinander. Wenn da einmal in diese Combo drin ist, ne? So, Phase 2. Oh. Wow! Plötzlich macht der Rolle vorwärts. Ich
Oh Gott, nein, lass das. Nicht die kleinen Kügelchen. Kann man Phase 2 eigentlich immer noch parryen? Was? Ich dachte, ich bin ausgewichen. So, mein Tier stehe ich safe. Ja. Wisst ihr? Theoretisch ja, vor dem Blitz. Aber nicht, wenn er dann auch noch ankommt und meint, mich angreifen zu müssen da drin. Dann stehe ich da nicht mehr safe. Ich hasse delayte Angriffe. Ich hasse es, wenn die Kamera ihren Fokus verliert. Wuss! Oh wait, das ist der Blitz, ne? Kann er den bitte nicht machen, wenn er so nah an mir dran ist? Das sah interessant aus. Endet. Nee, da kam ich nicht mehr weg. Ich hing in der Wand fest. In der Wand fest. Es lief so gut. Und dann bleibe ich da einfach irgendwo blöd hängen. Dann halt nicht.